Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist wieder Markus und Heidi. Markus steht da, guckt, wo wir langlaufen müssen. Wir gehen heute den Rheinsteig Nummer 4. Der soll sehr abwechslungsreich sein, habe ich gelesen. Und der geht von Linz nach Bad Honningen. Bad Honningen. Und ja, ich bin gespannt. Also wir müssen jetzt durch Linz durch. Da bist du, Markus. Wir müssen jetzt durch Linz durch und dann geht es direkt ein knackiger Anstieg. Ich bin gespannt. Das dreijährige Mädchen vor der Kasse kommt dann wieder raus. Bis gleich. Tschüss. Zunächst geht es von St. Trinitatis durch Linz über den Marktplatz, vorbei am Rathaus und der Kirche St. Martin hinauf auf den Kaiserberg. Wir laufen jetzt erstmal durch die Linzer Innenstadt. Und obwohl es schon fast Mittag ist, ist es hier sehr ruhig. Ja, ist ja auch Sonne. Und wir müssen jetzt da hinten diesen Berg, den ihr vielleicht schon erkennt, drauf. Das ist der Kaiserberg. Und das wird dieser knackige Anstieg, den Heidi gerade erwähnt hat. Stadt hat irgendwie jedes Fachwerkhaus so einen Spruch auf sich drauf. Das ist auch sehr interessant. Alles sehr schöne Fachwerkhäuser. Hier unten die Geschäfte. Sind. Das Rathaus von Linz. Ist noch nicht an der Brunnen. Und mal gucken, ob wir noch Frost kriegen, aber ich glaube, dass es wirklich durchfriert, glaube ich nicht mehr. Und da geht es ab in den ersten Anstieg und der soll knackig sein. Wir schnaufen dann mal eine Runde. Bis später. Noch in Linz im Aufstieg, aber wunderschön hier. Scheint gerade eine Sonntagsmesse zu sein. Ja, zumindest dürfte nicht gesungen werden. Ein Stück hier über den alten Friedhof, genau. Und dann geht's da oben rechts weiter. Anstieg, eine Wende und der schöne Blick nach unten, nach Linz, auf den Rhein, herrlich. Traumhaftes Wetter. Ne, heute haben wir, glaube ich, auch mal endlich die richtige Kleidung gefunden. Schönes Soft. Heute Softshell-Jacken an. Als wir losgegangen sind, waren es 8 Grad. Es sollen 12 werden. Also
das scheint heute tatsächlich alles ziemlich gut gewählt zu sein. Hier kommt ein Tor und das Reinsteigzeichen. Vorne ein paar Treppen und dann sind wir wahrscheinlich schon oben. So, das letzte Stück. Ein paar Treppen. Der Sonne entgegen. So, die letzten Meter bis auf die Spitze des Kaiserberges. Ein herrlicher Blick über den Rhein und die Eifel. Und von da hinten kommen wir, die anderen Etappen. Die Fähre fährt, glaube ich, rum, ne? Ja. In die Richtung geht's weiter. Vom Kaiserberg geht es durch das Tal des Alwiesbach hinauf zum Sportplatz Dattenberg und weiter zum Chor der alten Dattenberger Kirche, über den Dattenberger Leih bis zur St. Waldburgiskirche in Leubsdorf. Hallöchen, hier bin ich wieder. Ja, wir haben den ersten Hügelchen geschafft. Also entweder sind wir trainierter geworden, oder es war ein Hügelchen, ich weiß es nicht. Also wenn die ganze Tour so ist, dann freue ich mich. Es sieht hier wunderschön aus. Ich drehe euch wieder mal. Na, willst du dich drehen? Ja, er dreht sich. Dann könnt ihr etwas die Aussicht genießen. Ja, wir sind am richtigen Weg. Da ist unser Schild. Ja, schmaler Weg. Ja, im Matsch. Auch nicht matschig, weil es die letzten Tage nicht geregnet hat. Sonst ja, wäre das ja auch lustig. Das wäre, da würde ich dann nicht so gerne gehen, wenn das so matschig gewesen wäre. Das wäre ein bisschen gefährlich hier. Ja, heute Morgen habe ich bei Instagram gesehen, dass der Outdoor mit Sebastian in 24 Stunden, ich glaube sogar weniger als 24 Stunden, ist der 150 Kilometer gelaufen. Wahnsinn, der Typ. Echt Wahnsinn. Ja, das werden wir nie machen. Aber dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall 50 Kilometer mal versuchen. Ne? Weil das, schätze ich, könnte man vielleicht schaffen. Ne, Markus? Sich daran tasten. Ja, so Mitte des Jahres, das wäre schon ein schönes Ziel. Deshalb nehmen wir euch immer schön mit, damit wir auch aus dem Bett kommen und ja, euch zeigen können, was wir machen. Upsala, hier geht's wieder bergab. 1, 2, 3. Ich will euch drehen. Wenn ich euch zurückdrehe, muss ich dreimal klicken, das andere zweimal klicken. Ja, und das beim Gehen. Ich würde sagen, bis nachher. Tschüss! Oh, das Wetter ist so geil. Seht ihr hier diese Wiese mit den Schneeglöckchen? Ein absoluter Traum alles. Ja, ich komme. So, wir haben es schon den zweiten Berg geschafft. Insgesamt schon 3,6 Kilometer. Hier nochmal ein schöner Blick über den Rhein. Bis hinten zur Erpelerlei. Und wir gehen jetzt hier weiter. Hier bin ich wieder. Ja, es war ja so kalt und es hatte ja geschneit. Und dann dachte ich, strickse dir ein schönes warmes Mützchen, damit du nicht so frierst, wenn wir wandern gehen. Und jetzt ist es, es soll heute 12 Grad werden. Das ist Wahnsinn. Ich wieder mit Jacke auf, weil mir wird es immer so warm. Ja, und dann hoffe ich, dass wir weiterhin viel Spaß haben. Tschüss, bis nachher. Hier in Dattenfeld geht es jetzt
alten Friedhof drüber und vorbei an so einem Kapellchen. Und das Wetter ist nach wie vor ein Traum. Und wir sind froh, den Schweinehund wieder besiegt zu haben und aufgestanden zu sein. Schöne Bleiverglasung. Jetzt nicht die Treppen runterfallen. Und hier so ein kleiner Altar mit diesen schönen Fenstern. Die Burg hatten wir gar nicht gesehen, da sind wir seitlich dran vorbeigelaufen. So viel zu sehen, dass man überall die Augen aufhalten muss. Okay, es war Dattenberg und nicht Dattenfeld. Wir sind jetzt durch das Örtchen durch. Und hier wieder ein wunderschöner Ausblick auf den Rhein. Und da geht's links. Unten könnt ihr vielleicht durch die Bäume den Rhein erkennen. Das Ahrtal sind sich und weiter geht's. Hallöchen, hier bin ich wieder. Ich drehe euch mal um. Ah, jetzt. So. Diese Etappe führt sehr viel am Rhein entlang. Finde ich total schön. Ich liebe ja das Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehen könnt, dass da auch ein Schiffchen fährt. Richtig schön. Ja, gefällt mir echt gut hier. Aber was ich euch sagen kann, ist, wenn ihr diese Etappe nachwandern wollt, bitte nicht machen, wenn es einen Tag vorher geregnet hat oder an dem Tag regnet, weil es wirklich schmal und steil ist. Wenn ihr da ins Rutschen kommt, das kann gefährlich ausgehen. Das ist nicht schön. Weil es ist wirklich immer so ein, wie sagt man das, Single Trail oder? Ja, ne? Also wirklich gucken, dass ein paar Tage vorher trocken ist, damit nichts passieren kann, dass es euch gut geht. Aber sonst ist es bis jetzt richtig schön, auch wenn es rauf geht und das dreijährige Kind dann wieder da ist. Aber ja, da müssen wir durch. Na, ich glaube, keiner geht so gerne Berge rauf und runter, aber ja, man kann sich das angewöhnen. Dann bis nachher. Tschüss. So, hier sind wir am Rand von Leubsdorf. Und hier ist es so steil, dass quasi der Weg im Hang direkt über die Dächer hier der Kirche vorbeiführt und ihr unter euch die und Dörfchen seht. Und hier ist eine Bahn, wo die Heidi Pause macht. Ich hätte gerne was zu trinken. Ja, ich glaube, ich esse jetzt auch mal was. Leute, hier ist es so schön. Oh, da hinten das Haus sieht so geil aus. Das ist eine Villa, glaube ich. Wir sitzen jetzt hier auf einer Bank, was wir selten machen. Das müssen wir noch lernen, echt mal so zwischendurch Pause machen, falls wir mal länger wandern gehen. Und ich habe jetzt Durst. Wir müssen ja auch mal was trinken. Wir zeigen euch immer, dass wir essen, aber wir müssen ja auch was trinken.
Markus hat Hunger. Ich hab Durst. Aber die Jacke zieh ich auch mal aus. Echt? Ziehst du die Jacke aus? Ein bisschen ausdampfen. Weiter geht es am Rand des Leubsdorfer Tales hinauf bis zur Schutzhütte am Schafstall, über die Weiden im Leierling bis zum Aussichtspunkt oberhalb Ariendorfs. So, hier mal Leubsdorf aus einer anderen Perspektive. Lang und das sind jetzt wirklich so schmale Pfädchen, die man nicht bei jeder Witterung läuft. Geschafft. Und jetzt zeige ich euch was ganz Süßes. Also solange sie hinterm Zaun stehen. Sind die nicht süß? Würden meine Mädels oder ja, vielmehr die Isa würde dahin schmelzen. Ja, und hiermit grüße ich die Freundin von der Franzi, die Maso, das ist unsere Pferdenährin. Ja, viele liebe Grüße. Tschüss. So, hier nochmal ein schöner Blick über die Hochebene hier. Wieder einen Berg geschafft. Vor ein paar Jugendliche, die ein bisschen Musik hören. Weiden. Der Blick rundherum. Da hinten seht ihr den Rhein Richtung Süden. So, nachdem wir jetzt über die Weiden drüber sind und von da kommen, sind wir jetzt etwas baff. Wir dachten, es geht in die Richtung dann da weiter, aber wir dürfen jetzt da runter und da sieht es gar nicht so unsteil aus. Insofern gucken wir mal. Ist doch wieder ein kleiner Pfad, aber dann doch nicht mega steil. Und rechts Blick auf den Rhein, wo sich die Sonne spiegelt. Ein Traum. Hier auch nochmal herrliche Aussicht. Und ein paar Bänke zum Verweilen. Aber wir gehen weiter. Das sieht hier auch sehr nett und süß aus. Schönes altes Steinhaus mit roten Fenstern und eine Kapelle. Ja, jetzt geht's. Das war jetzt ins Tal runter. Jetzt wieder umgekehrt. Ich glaube, meine letzten Hügel kommt jetzt. Wir haben jetzt ungefähr 10 Kilometer geschafft. Das letzte Stück führt zunächst oberhalb Ariendorfs entlang des Rheins bis zum Schloss Ahrenfels. Von dort zunächst durch die Weinberge am Rand Bad Hönningens entlang bis zum Fuß des Ölsberg.
So, wir haben jetzt schon über 10 Kilometer geschafft. Schon bald 11 und. Ein super schöner Wanderweg. Ja, gerade bei so einem Wetter. Und ich drehe mich mal um. Da habt ihr die Heidi. Hallo. Und rechts von uns den Rhein, der uns heute wirklich treu begleitet, bis auf so ein paar kleine Schleifen durch die Täler. Und wir laufen jetzt hier so, weiß nicht, was sind das, so 80 Meter, oberhalb des Rheins durch so ein Wäldchen. Sehr schön, wirklich, bei so einem Wetter. Ein Traum. Hier auch ein ebenes Stück, eben hatten wir nochmal einen knackigen Anstieg, aber viel kann jetzt auch nicht mehr kommen. Jetzt gleich noch an der Burg vorbei, dann haben wir es auch bald geschafft. 3 Kilometer und eben kamen wir auch an einem Steinbruch vorbei, wobei man da nicht so richtig reingucken konnte. Ich glaube, hier gibt es auch 2 Varianten, wie man den Weg gehen kann. Rechts immer noch der Rhein, was ja auch nicht verwunderlich ist, wenn wir nach Süden gehen. Und jetzt gleich kommen wir zum Schloss Ahrenfels. Nach der nächsten Wegbiegung müsste man es schon erkennen können. Und unten im Tal, das ist im Prinzip schon Bad Hönningen, weil wir ja nicht durchlaufen, sondern so seitlich dran vorbeilaufen und am Ende dann die Tour für den heutigen Tag endet. Und da kann man schon das Schloss sehen. Oh, das sieht wirklich märchenhaft aus. Hier noch die Bäume mit den Misteln. Oh, und da kommt schon ein Schlosstor. Und dahinter dann das Schloss. Ein Traum. So, hier würde man eigentlich erwarten, dass jeden Augenblick, ne, hier oben lang, hier würde man eigentlich erwarten, dass Dornröschen oder Aschenputtel oder wer auch immer jeden Augenblick rauskommt. Ein traumhaft schönes Schloss. Sehr schönes Schloss. So gar nicht erwartet. Hier macht der Rheinsteig seinem Namen dann nochmal alle Ehre. Direkt hinter dem Schloss geht's stufenförmig nach oben. Man könnte zwar auch rechts daneben gehen, aber es würde nicht wirklich besser werden. Aber wir haben ja auch schon mal den Eiffelturm zu Fuß bestiegen. Also, warum denn nicht die paar Stufen hier? Dann kriege ich ja nochmal einen schönen Blick von weiter oben auf die Burg. Ich schätze, bis genau, da oben. Da oben, wo die sitzen. Nee. Hier nochmal das Schloss. Und eine glückliche Heidi. Ja, wir trainieren hinter Beine, Kalorienabbau. So, alles geschafft.
geschafft, uns wieder in die Trockenberge zu kämpfen. Ich bin ganz schön hoch. Viele Überraschungen. Das war jetzt gerade wirklich die letzte Stunde. Unter uns müsstet ihr die Burg Ahrenfelsen mal sehen. Da unten. Ja, und was ihr da unten dampfen seht, ich weiß nicht, ob es Dampf ist oder Rauch, auf jeden Fall, da wird Kohlensäure für Sprudel hergestellt. So viel Sprudel wie die Deutschen trinken, braucht man reichlich Kohlensäure, denn das Mineralwasser kommt ja nicht mit Kohlensäure oder wenn dann nur mit wenig Kohlensäure aus der Erde. Das heißt, es muss ja nachträglich erst mit Kohlensäure versetzt werden und das ist eine der Fabriken, die diese Kohlensäure herstellt. Hallo Leute, ich finde diesen Wanderweg einfach schön. Den würde ich nochmal gehen, wirklich. Der ist richtig, richtig schön. Ja, in der knalligen Hitze wäre der Paul schon Hütchen, ne? Aber ja, der ist wirklich, wie es drin steht, in der Wegbeschreibung, abwechslungsreich, muss ich echt sagen. Ja, heute wollte ich noch die Freunde von der Franzi grüßen, Kira und Nico, und die Freunde von Isabel, das ist der Daniel, der Patrick und der Simon P. Okay, tschüss! So, liebe Leute, wir haben die vierte Etappe geschafft mit den Bergen. Ich bin mega, mega stolz. Es war so ein schöner Tag. Das Wetter hat mitgespielt. Und ja, ich kann das euch nur empfehlen, wenn ihr es körperlich könnt, geht raus, macht was für euch. Und wenn es echt nur eine halbe Stunde vor der Tür ist, irgendwas Schönes draußen machen. Euer Körper wird es danken. Wer es nicht kann, der soll sich an unsere Filmchen erfreuen. Und ja, oh, hier ist es laut, hier ist eine Straße. Und dann würde ich sagen, wir haben bis jetzt ungefähr circa, wenn ich es richtig gerechnet habe, 78 Kilometer. Ja, wir gucken nochmal genau nach, wie viele Kilometer wir haben. Vom Rheinsteig circa 78 Kilometer. Ja, mal gucken, was die nächste Etappe uns bringt. Und gleich gibt's Maximix. Tschüss! So, Prost!